Der Begriff Tonstadt Cottbus wird in Zukunft noch mehr untermauert. Denn der Welttonverband FIG hat Cottbus den Zuschlag für ein Top-Turnier erteilt. Der Einzelgeräte-Weltcup wird in den kommenden 4 Jahren in der Lausitz-Arena durchgeführt. Ja, zunächst einmal freuen wir uns darüber, dass wir den Zuschlag bekommen haben, hier diesen Weltcup auszutragen. Und das gibt uns zunächst einmal Planungssicherheit für die nächsten 4 Jahre. Und wir haben eine internationale Großveranstaltung nicht nur im Land Brandenburg, sondern für die Stadt Cottbus gesichert. Das Format des Einzelgeräte-Weltcups ist neu eingeführt worden. Bei der Vergabe hat sich Cottbus unter anderem gegen die Konkurrenten Melbourne, Baku und Doha durchgesetzt. Der Weltcup wird nun von 2016 bis 2019 jeweils im November im Rahmen des Turnier der Meister ausgerichtet. Das neue Tonturnier auszugliedern und zu einem eigenen Event zu machen, stand dabei nicht zur Debatte. Erstens hat in Cottbus das Turnier der Meister eine sehr lange Tradition. Wir hatten in diesem Jahr bereits das 41. Turnier der Meister. Und mit der neuen Weltcup-Serie, die auch in diesem Jahr schon beginnt, werden wir dann das 42. Turnier der Meister haben. Und ich denke, dass es gut ist, wenn man nur so eine Großveranstaltung ausrichten muss. Das hat was mit Zuschauerzahlen zu tun, aber auch mit Finanzierung der Veranstaltung. Denn so ein Weltcup bedeutet natürlich auch eine große finanzielle Belastung für den Verein. Der neue Weltcup wird die nächsten 4 Ausgaben des Turnier der Meister noch weiter aufwerten. Außerdem können sich die Turner dadurch für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifizieren. Das wird wohl dafür sorgen, dass noch mehr hochkarätige Sportler zum Turnier der Meister in die Tonstadt Cottbus kommen.